Ich rufe auf Top 2 unserer Tagesordnung, den Top Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Masterplan Kultur, Perspektiven für eine Kulturpolitik für alle. Und als erstes gebe ich Frau Staatsministerin Dorn das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Zeiten von Corona und Energiekrise haben uns vor Augen geführt, was fehlt, wenn Kultur fehlt. Kultur ist kein Sahnehäubchen für gute Zeiten. Kultur ist das, was uns als Gesellschaft ausmacht. Ohne Kultur wäre keine Gesellschaft lebensfähig, denn sie ist der Ort, an dem wir uns immer wieder über unsere Werte, über unsere Ideale, über unsere Pläne und Ängste, über unsere Träume und Albträume austauschen. Kultur ist kein Add-on zum wirtschaftlichen Wohlstand. Sie ist das Fundament, auf dem alles steht, was wir aufbauen. Kultur ist also die Basis. Alles andere ist Überbau. Und deshalb ist sie zu Recht Staatsziel in unserer Verfassung. Kunst und Kultur sind dann eine stabile Grundlage für unser Zusammenleben, wenn zwei wesentliche Bedingungen erfüllt sind. Zum einen, sie muss frei sein, und zum zweiten, für alle offen, zugänglich und erreichbar. Nur so tragen sie dazu bei, dass wir uns als Gesellschaft wirklich selbst reflektieren können. Nur so bleibt unsere Demokratie lebendig, wandelbar und damit auch zukunftsfähig. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass wir immer wieder erleben, dass Autokraten immer zuerst die Freiheit der Kunst angreifen. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass Kultur für alle zugänglich ist, dass sie ganz gleich, wie alt die Menschen sind, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen, wo sie herkommen, was sie verdienen, ob sie Eltern haben, die sie zu La Traviata, zu Beyoncé oder zu der Bon Jovi Coverband ins Dorfgemeinschaftshaus mitgenommen haben. Kultur ist für alle da. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie jedem gefallen muss, jedem Geschmack gefallen muss. Das heißt, dass sie niemanden ausschließt. Wenn alle klugen und kreativen Köpfe ihre Potenziale entwickeln können, dann bereichern sie unser Zusammenleben. Eine Kultur, die wirklich allen zugänglich ist, das ist unsere gesellschaftliche Chance. Und deshalb haben wir die Kultur in dieser Legislaturperiode in nie dagewesener Weise gestärkt. Wir haben den jährlichen Etat des Landes für Kulturprojekte um mehr als 10 Millionen € erhöht, immer mit dem Ziel, Kultur in ihrer ganzen Vielfalt und in ihrer Freiheit zu stärken. Und dafür möchte ich einige Beispiele nennen. Wir haben die Kultur in den ländlichen Räumen gestärkt. Dabei ist uns besonders wichtig, dass wir eben nicht nur die Kultur aus dem Ballungsraum exportieren, sondern dass wir mit unserem Programm beispielsweise Landkulturperlen die vielen vorhandenen Perlen, die schon im ländlichen Raum sind, dass wir diese unterstützen. Denn die Schätze sind ja schon dort. Wir müssen sie nur zum Glänzen bringen. Wir haben in kulturelle Bildung investiert und sind auch beträchtliche Schritte in die Digitalisierung hessischer Kulturschätze gegangen, gerade um neue digitale Vermittlungskonzepte anzugehen. Wir haben die Förderung der freien Theaterszene in den letzten beiden Legislaturperioden annähernd verdreifacht. Und die soziokulturellen Zentren haben wir über beide Legislaturperioden hinweg sogar verfünffacht. Denn wir wollen keine Hürden zwischen Jung und Alt, zwischen Soziokultur und Hochkultur und zwischen Menschen mit hohen und niedrigen Einkommen. Wir wollen genau diese Hürden abbauen. Und wir hatten in dieser Legislaturperiode für die Kulturbranche sehr harte Zeiten. Es ging in der Corona-Pandemie vor allem darum, die Folgen der Einschränkungen abzumildern, die die Kultur so hart ins Mark getroffen hat. Und deshalb haben wir zwei große Kulturpakete zusätzlich zu den wirtschaftlichen Soforthilfen des Wirtschaftsministers geschnürt, um schnell und umfassend helfen zu können. Wir haben mit Stipendien für kreative Projekte weiterführen können. Wir haben es ermöglicht, dass Kreative neue Konzeptionen voranbringen können. Wir werden diese beiden einer eigenen Gala als Landesregierung zeigen. Da lade ich Sie alle ganz herzlich ein, denn in dieser Zeit sind wunderbare Dinge entwickelt worden. Wir haben mit Geld für innovative Formate neue Formen der Publikumsansprache ausprobiert, und wir haben es geschafft, dass immer mehr neue Kooperationspartner im Kulturbereich gefunden worden sind. Ich habe in der vergangenen Woche das Kulturzentrum Aoki in Hanau besucht.
Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was entstehen kann an Kooperation. Hier haben sich zusammengefunden Kultur, Gastronomie, Bildungsinitiativen und die evangelische Kirche. Die sind als Partner in diesen Corona-Zeiten zusammengekommen und haben gezeigt, zu was sie fähig sind, wenn sich solche Partner zusammenschließen und ihre Stärken miteinander verbinden. Und genau solche Effekte haben wir mit dem Programm Ins Freie gesehen. In zwei Kultursommern fand durch Ins Freie Kultur mitten im öffentlichen Raum statt. Und mich haben sehr viele Kommunen angesprochen in diesen Zeiten, dass sie gerne aus dieser Ausnahme nun eine Regel machen wollen. Und genau das war unser Ziel, und das ist auch ein Beleg dafür. Unsere Unterstützung in Corona-Zeiten ist nicht einfach verpufft. Sie hat nachhaltig gewirkt, und das finde ich ein ganz wichtiges Signal aus dieser Corona-Pandemie heraus. Die Pandemie hat aber auch den Beteiligungsprozess im Masterplan Kultur vollgetroffen. Erst hat sich der Start verzögert. Dann hat der Wechsel auf den digitalen Prozess zwar geklappt, aber einen echten Austausch hat er nicht ersetzen können. Aber wie so oft kann man auch aus der Not eine Tugend machen. Und das haben wir getan. Zum einen haben wir die Beteiligungsphase verlängert. Wir hatten erst digitale Workshops, dann hatten wir Vertiefungsworkshops in Präsenz. Und aus den verschiedensten Verbänden und Institutionen kamen mehr als 330 Personen zusammen. Und darüber hinaus noch viele weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger bei den Regionalforen, bei den Online-Beteiligungsformen, die hier mitgearbeitet haben. Und wichtiger noch, dass wir aus der Not eine Tugend gemacht haben. Wir haben jetzt die Chance ergriffen, den Blick durch dieses Brennglas Corona für den Masterplan Kultur direkt zu nutzen und die Folgen der Pandemie für die einzelnen Schwerpunktthemen dann mit zu diskutieren. Hessen hat damit als erstes Bundesland breit getragene Handlungsempfehlungen für eine zukünftige Kulturpolitik, die diese Empfehlungen aus der Krise schon direkt berücksichtigt. Und die Pandemie hat viele Herausforderungen in der Kulturbranche sichtbarer gemacht. Ganz vorneweg eine ganz drängende Frage, die sich bundesweit stellt, wie Künstlerinnen und Künstler besser abgesichert werden können. Kultureinrichtungen merken aber auch, dass sie sich krisensicherer aufstellen müssen. Und da brauchen sie Unterstützung. Und teilweise merken wir auch noch, auch wenn es langsam besser wird, dass das Publikum erst zögerlich in Veranstaltungen zurückkommt. Wir haben aber neben diesen Herausforderungen auch positive Erfahrungen in dieser Krise gemacht. Viele haben gespürt, wie unterstützend, ja inspirierend Kooperationen sein können. Wir haben auch im Ministerium einiges dazugelernt. Am Anfang der Pandemie wurde aus den vielen gut gemeinten Hilfsprogrammen zwischen Bundesebene und Länderebene ein Förderdschungel. Und deswegen haben wir genau analysiert, wie kam es dazu, und haben Strukturen einer Förderberatung aufgebaut. Wir haben insgesamt die Förderverfahren schneller und besser aufgesetzt und passgenauer zu den Bundeshilfen. Und genau an diesen Aspekten wollen wir jetzt auch mit dem Masterplan ansetzen. Und neben der Pandemie ging es in diesem Beteiligungsprozess natürlich auch um weitere große kulturpolitische Fragen. Ich kann da nur Beispiele nennen. Die Repräsentation von Minderheiten und ihrer Teilhabe etwa. Der richtige Umgang mit den schwierigen Themen von Kolonialismus, von NS-Terror. Und genau diese Themen haben die Beteiligten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz leidenschaftlich, intensiv, produktiv diskutiert. Und das Ergebnis ist dieser Masterplan, den ich heute Ihnen hier als Hessischer Landtag vorlegen kann. Es ist die erste Kulturentwicklungsplanung eines Bundeslandes, das dezidiert die Lehren aus der Corona-Pandemie und die aktuellen Fragen der Kulturpolitik bündelt und in die Zukunft führt. Und das ist tatsächlich ein Werk, an dem so viele mitgearbeitet haben und sehr viele jetzt genau ihre Hoffnung legen. Dieser Masterplan setzt die Leitlinien einer zeitgemäßen Kulturpolitik. Er skizziert nicht nur Visionen. Er setzt nicht nur konkrete Handlungsfelder auf, sondern er zeigt auch ganz konkrete Lösungen auf. Und das ist etwas, was mich von diesem Prozess beeindruckt zurückgelassen hat. Dieses gemeinsame Ringen mit allen Beteiligten, die an diesem Masterplanprozess beteiligt waren, das gemeinsame Ringen um das Machbare, das Definieren, das Priorisieren, wie wir Schritt für Schritt zum Ziel kommen, dafür möchte ich allen Beteiligten tatsächlich danken. Denn diese Überwindung immer wieder von der Vision hin zum Machbaren und das Verstehen der gegenseitigen Perspektiven, sich auch einmal zurückzustellen, war ein ganz großer Gewinn in diesem Prozess. Der Masterplan eröffnet Perspektiven für die Kulturpolitik der Zukunft. Wir veröffentlichen heute nicht nur diesen Plan, auch das ist etwas Besonderes, sondern wir gehen direkt wichtige Maßnahmen an.
Für manche Lösungen braucht es vor allem Hirnschmalz. Da braucht es weniger Mittel. Wenn wir z.B. über die Vereinfachung von Förderrichtlinien reden. Wir werden in wenigen Wochen eine neue Förderrichtlinie veröffentlichen, in denen wir die Anregungen aus dem Masterplanprozess und die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die ich gerade geschildert habe, umsetzen werden. Wir werden also die Förderverfahren vereinfachen. Wir werden Bürokratie abbauen. Ich möchte mich beim Finanzminister und dem Finanzministerium ganz herzlich bedanken für diesen Austausch, auch beim Rechnungshof. Dieser Austausch ist abgeschlossen. Und nun erfüllen wir tatsächlich einen lang ersehnten Wunsch der Kulturbranche nach einfacheren Förderverfahren. Und ich bin sicher, dass viele Punkte wiedererkannt werden, die sich schon lange gewünscht worden sind. Wir wollen mehr Transparenz über die Förderung des Landes schaffen. Nicht zuletzt wollen wir den begonnenen Dialog nicht stoppen, denn wir wollen gemeinsam mit den Kreativen weiter genau an diesem produktiven Austausch ansetzen, einen regelmäßigen Dialog aufsetzen, z.B. in Form eines Kulturbeirates. Für andere Maßnahmen braucht es natürlich auch Geld. Und deshalb investieren wir in den kommenden zwei Jahren noch einmal rund 6,7 Millionen € in die Umsetzung der ersten Schritte aus dem Masterplan. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Regierungskoalition bedanken. Denn es ist natürlich ein Kraftakt, den sie mit diesem Doppelhaushalt noch einmal auf den Weg gebracht hat. Aber damit ist es möglich, dass wir jetzt schon wichtige Maßnahmen in Angriff nehmen, um unser Ziel zu verwirklichen, eine Kulturpolitik für alle. Kultur für alle, das bedeutet zum einen Kultur überall. Deswegen stärken wir Kultur in den ländlichen Räumen gleichermaßen wie in den Städten. Wir investieren in die Landkulturperlen, die nun in ganz Hessen für eine Kultur für alle sorgen sollen. Wir erproben gemeinsam mit einer ländlichen Kommune einen Anker für Kultur in der Innenstadt zu schaffen, indem wir ein kulturelles Begegnungszentrum modellhaft aufbauen möchten. Dort, wo also jetzt noch leere Schaufenster sind, kann dann morgen Kultur entstehen und erlebt werden. Eine andere ganz konkrete Maßnahme aus dem Beteiligungsprozess, die wir angehen werden, ist ein Kulturgutportal. Wir wollen ein Kulturgutportal für Hessen, in dem wir dann die kulturellen Schätze, die Hessen zu bieten hat, und das sind bekanntermaßen eine ganze Menge, die können damit in die Wohn- und Arbeitszimmer der Menschen gebracht werden. Es kann Menschen gleichzeitig dazu motivieren, dass sie diese wunderschönen Schätze auch live anschauen, sei es für ihr wissenschaftliches Arbeiten, für ihre Arbeiten in der Schule oder einfach ganz normal zum Privatvergnügen. Ein Projekt, das ich gemeinsam mit der Digitalministerin auf den Weg bringen werde, was aus meiner Sicht in anderen Bundesländern, in wenigen anderen Bundesländern zeigt, dass wir hier auf einem wichtigen Weg sind. Es geht auch um Raum für Künstlerinnen und Künstler, für Kreative. Die Mieten in Ballungsräumen sind oft hoch. In ländlichen Gebieten gibt es dagegen oft Leerstände. Wir wollen mit einer Leerstandsbörse ganz konkret unterstützen, aber auch mit der Fortsetzung des Atelierprogramms, damit die Kreativen dabei unterstützt werden, dass für ihr Projekt den passenden Raum, den bezahlbaren Raum zu finden. All das sind wirkungsvolle Maßnahmen für eine Kultur überall. Eine Kultur für alle bedeutet aber nicht nur eine Kultur überall, sondern auch kulturelle Bildung von Anfang an. Wir wollen in einem, da bedanke ich mich sehr herzlich, in einem fraktionsübergreifenden Prozess gemeinsam die Kommunen motivieren, die Musikschulen landesweit zu stärken. Wir wollen den Kommunen die Hand reichen, die Förderung weiterzuentwickeln, dass es landesweit mehr Angebote bei steigender Qualität gibt. Wir wollen gemeinsam mit dem Kultusminister eine Anlaufstelle schaffen für die Weiterbildung und Vernetzung für alle Akteurinnen und Akteure der kulturellen Bildung, in der sich dann die Schulen, die freien Träger der kulturellen Bildung und die Wissenschaft zusammenschließen können. Und da heben wir tatsächlich die vielen kulturellen Bildungsangebote, die wir jetzt schon haben, noch einmal auf eine neue Stufe. Wir erleichtern die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kultur, weil die richtigen Ansprechpartner sich finden, weil die Kreativen, die gerne in die kulturelle Bildungsarbeit wollen, ein Fortbildungsangebot finden und weil die Schnittstellen hier ganz anders auch wissenschaftlich begleitet werden. Und nicht zuletzt, damit diejenigen, die gerne in ihrem Kindergarten, in ihrem Verein, in einer Schule ein Kulturprojekt anbieten wollen, dass die Niedrigschwellige auch ein Angebot finden,
werden wir einen Pool von Kreativen, einen sogenannten Künstlerinnenpool, auf den Weg bringen. All das sind Beispiele, wie wir es schaffen können, die kulturelle Bildung, für die wir in Hessen schon traditionell sehr stark sind, noch einmal auf eine neue Stufe heben können. Und das Dritte, Kultur für alle, bedeutet auch Teilhabe an Kultur für alle. Es bedeutet, Zugangshürden abzubauen und neue Zugänge zur Kultur zu ermöglichen. Wir wollen verstehen, wir wollen analysieren, welche Hürden Menschen noch wahrnehmen, um ein Museum zu besuchen, um ein Theater zu besuchen. Wir wollen genau diese Hürden systematisch beenden. Und dafür ist ein Weg sogenannte Nichtbesucherstudien, die wir angehen wollen. Zugleich werden wir daran arbeiten, die digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, die uns hier eine Menge Möglichkeiten bieten. Museen, Gedenkstätten sollen ihre Inhalte durch die digitalen Möglichkeiten anders aufbereiten können. Und so können sie z.B. Menschen mit Behinderungen ganz anders wahrnehmen. Sie sehen, all das sind ganz konkrete erste Schritte, die wir schon jetzt finanzieren, um den Masterplan in den verschiedenen Handlungsfeldern, die er aufweist, schon jetzt voranzugehen und damit ganz konkret Perspektiven für eine Kulturpolitik für alle zu schaffen. Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren beträchtlich in die Kultur als Basis unserer Demokratie und als Basis unserer Gesellschaft investiert. Mit dem Masterplan Kultur gehen wir diesen Weg jetzt beherzt weiter. Zu insgesamt 10 Millionen € jährlich mehr an Förderung kommen jetzt im Doppelhaushalt noch einmal 6,7 Millionen € für eine Kultur für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Wohnort. Schon jetzt war der Masterplan-Prozess, alleine der Prozess, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil dieser Prozess, dieser große Beteiligungsprozess ganz viele Menschen unterschiedlicher Biografien einbezogen hat. Die Vernetzung der verschiedenen Kulturbereiche schon jetzt sehr stark befördert hat, dass ganz neue Partner sich in diesem Prozess kennengelernt haben und miteinander angefangen haben zu arbeiten. Er hat gezeigt, dieser Prozess, was Kultur ist, wenn sie in all ihrer Vielfalt lebt, nämlich das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen ist dieser Masterplan Kultur ein bisschen ein Ende eines großen Prozesses, aber gleichzeitig auch ein Anfang. Denn nun gilt es, die vielen Handlungsempfehlungen, die wir nun in diesem Werk zusammengebracht haben, in den kommenden Jahren auf Augenhöhe und im Dialog mit den Kreativen umzusetzen. Sie werden, davon bin ich überzeugt, diese Handlungsempfehlungen die hessische Kulturpolitik nachhaltig modernisieren. Sie werden Antworten auf die großen kulturpolitischen Fragen unserer Zeit ermöglichen und im Ergebnis dann dazu beitragen, dass die vielfältige, bunte hessische Kultur noch sichtbarer ist und vor allem für alle Menschen im Land noch besser zugänglich wird. Dafür meinen ganz großen Dank an all die Beteiligten, die diesen Masterplan ins Leben gerufen haben. Ich möchte nicht versäumen, dazu ganz besonders auch dem HMWK an dieser Stelle zu bedanken. Einige sind hier, um dieser Debatte hier vor Ort zu lauschen. Einige sind an den Bildschirmen. Denn so ein Werk ist natürlich wie so oft ein Gemeinschaftswerk aller Beteiligten in der Kulturbranche, aber eben auch in meinem Haus. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Frau Dr. Sommer das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Teilhabe, das will nun die Landesregierung mit dem Slogan Kultur für alle und dem vorgelegten Masterplan umsetzen. Bislang ist davon aber leider Hessen noch weit entfernt, meine Damen und Herren. Als SPD ist es für uns Anspruch, dass jede und jeder die Möglichkeit haben soll, sich zu bilden, musische Talente zu entdecken, Kunst und Kultur zu erleben
Und Kultur muss nicht nur, so wie Frau Ministerin Dorn gesagt hat, offen, frei und erreichbar sein, sondern vor allem auch bezahlbar. Jede und jeder, vor allen Dingen auch Familien, müssen sich den Eintritt ins Museum, ins Theater, ins Konzert oder Kino leisten können. Deswegen brauchen Kunst und Kultur eine Finanzierung und Zugänge, die es ermöglichen, alle mitzunehmen und keinen allein zu lassen. Das ist unser Selbstverständnis. Das ist aber noch keine Selbstverständlichkeit in Hessen. Denn Kunst und Kultur sind für die SPD in Hessen mehr als freiwillige Leistung. Sie sind Daseinsvorsorge und unabdingbar für ein gutes Leben. Und da braucht es eben mehr als ein paar freie Eintritte an Sonntagen. Das Ansinnen des Masterplans ist gut, keine Frage. Und im Masterplan wurden auch gute Themenfelder aufgegriffen. Danke auch noch einmal, dass Sie uns den vorher zur Verfügung gestellt haben. Sie haben auch ein paar konkrete Beispiele genannt. Aber trotzdem ist da viel Prosa drin, viele Ankündigungen. Und deswegen muss es insbesondere darum gehen, was will die Landesregierung in der kurzen verbleibenden Zeit dieser Legislatur überhaupt noch umsetzen, meine Damen und Herren? Nach den Sommerferien sollte der angekündigte Masterplan der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Plan dafür kam für uns zu spät. Warum? Nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern weil die schwarz-grüne Koalition bereits im ersten Koalitionsvertrag in 2013 den Masterplan Kultur angekündigt hatte, sich aber dann 5 Jahre unter dem damaligen Kulturminister, dem heutigen Ministerpräsidenten Boris Rhein, Zeit ließ, um lediglich einen völlig unverbindlichen Kulturatlas zu präsentieren. Und auch loben Sie sich natürlich für die Erhöhung der Finanzmittel im Kulturbereich. Das begrüßen wir, keine Frage. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass Ihr Vorgänger das Thema quasi links liegen gelassen hat und Sie nun ein Einfaches daran haben, es anders zu machen. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Sie holen nach, was lange Jahre hier in Hessen versäumt worden ist. Im heute präsentierten Masterplan stehen viele gute, nicht immer neue Ideen, wie beispielsweise die Erhöhung der Landesförderung für die Musikschulen. Und Sie haben ja gerade schon etwas zu den Musikschulen gesagt. Viele Jahre von Schwarz-Grün als rein kommunale Angelegenheit betrachtet, hat das Land erst durch unser Musikschulgesetz die Mitverantwortung entdeckt und die Förderung für die nächsten Jahre angehoben. Bei der Diskussion um die Förderung von Musikschule haben wir immer wieder deutlich gemacht, dass Teilhabe nicht nur Kultur für Gutverdienende sein und vom Portemonnaie der Eltern abhängen darf. Gut, dass wir Sie überzeugen konnten. Wir hoffen, dass Sie diesen Weg mit uns weitergehen. Und ich möchte auch in dem Zusammenhang noch einmal daran erinnern, dass das Land Hessen hier Schlusslicht war. Nur ein einziges Bundesland gab noch weniger für die Musikförderung aus als Hessen. Musikschulen mussten sich bis zu 80% aus Elternbeiträgen finanzieren, weil die schwarz-grüne Landesregierung die Vorstellung hatte, dass alle Eltern sich das leisten können. Und das ist eben nicht so. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt einen Etat gibt, der die Zukunft der Musikschulen besser sichern soll. Als SPD ist es eben für uns Anspruch, dass jede und jeder die Möglichkeit haben soll, auch die musischen Talente zu entdecken, auch wenn ich aus einer bildungsfernen Familie stamme. Die Musikschulen brauchen diese verlässliche Finanzierung und vor allen Dingen auch eine tarifliche Bezahlung aller Lehrkräfte durch Landesmittel. Und da sind wir nun einen gemeinsamen Schritt weiter. Und es ist gut, dass unser Kampf für und gemeinsam mit den Musikschulen nicht ungehört blieb. Ich kann noch einmal sagen, der Masterplan und die Themensetzung sind durchaus gut. Und es freut uns, dass auch die Amateurmusik und das Ehrenamt vorkommen. Aber insgesamt sind wir, muss ich doch sagen, etwas enttäuscht. Denn die Fertigstellung des Papiers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass all das, was im Masterplan Kultur aufgeschrieben ist, erst einmal nichts anderes
als unverbindliche Absichtserklärung sind. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist viel Prosa, das sind viele Ankündigungen. Und deswegen sage ich noch einmal, es geht darum, was will die Landesregierung in den paar Monaten, die uns noch verbleiben, tun. Sie haben lange gewartet, und Maßnahmen noch umzusetzen, wird sicherlich zeitlich sehr eng. Das ist bitter für alle, die diesen Beteiligungsprozess begleitet haben. Sie erwarten vor allen Dingen, so wie auch wir, dass Sie Wort halten und der Masterplan kein zahnloser Tiger ist. Wie Sie in die Umsetzungsphase gehen wollen, ein paar Beispiele haben Sie genannt, keine Frage, aber ansonsten hat das Ihre Regierungserklärung jetzt nicht deutlich herausgestellt. Und das lässt eben befürchten, dass es beim Ankündigungsmodus bleibt. Und das haben die Kulturschaffenden eben nicht verdient. Unsere kreativen Köpfe, die Kulturschaffenden, haben lange auf den Plan gewartet, und jetzt braucht es endlich Bewegung, um Kultur für alle wirklich ermöglichen zu können. Ich möchte ausdrücklich allen Kulturschaffenden, den Künstlerinnen und Künstlern, den Spielstätten, Zentren und Institutionen danken. Die haben in der Krise durchgehalten. Die haben sich auch an diesem Werk beteiligt. Und ohne unsere kulturschaffenden Künstlerinnen und Künstler wäre Hessens kulturelle Vielfalt so nicht möglich. Aber von Dankesworten kann sich eben keiner was kaufen. Von Dankesworten kommen keine innovativen Projekte oder ein vielfältiges Kulturangebot. Kultur braucht deswegen Ressourcen, Kultur braucht eine verlässliche Finanzierung und weniger Projektitis, meine Damen und Herren. Und im Masterplan, und ich habe es ja immer wieder anklingen lassen, sind durchaus gute Projekte enthalten, egal ob Kulturförderung, Bewahrung der Kulturgüter, Teilhabe, Vielfalt, Engagement, Vernetzung und Kooperation. Aber oftmals geht es eben nur darum, dass man perspektivisch etwas umsetzen will. Das macht uns Sorge, denn perspektivisch kann auch übersetzt werden mit auf lange Sicht gesehen. Meine Damen und Herren, und deswegen sage ich noch einmal, wir wollen eine Umsetzung und nicht ein erneutes Aussitzen. Das Benennen der Forderung, die Ihnen die Kulturschaffenden schon lange ins Hausaufgabenheft geschrieben haben, nämlich Honoraruntergrenzen durchzusetzen, darf keine Floskel bleiben. Und diese Unterstützung, ja, das unterstützen wir, diese Forderung gern, weil wir als Sozialdemokraten sagen, jede und jeder soll von dem Lohn der Arbeit gut leben können, meine Damen und Herren. Auch Abbau von Bürokratie und Stärkung der Beratung und Dialog sind ganz wichtig, zeigen aber die derzeitigen Defizite aus. Dennoch ist es so, dass die Antragstellung, die Bearbeitung und Bescheidung eben nicht nutzerfreundlich ist und teilweise auch zu lange dauert und der Zugang zu Förderprogrammen noch schwierig ist. Und das sagen nicht wir, sondern, meine Damen und Herren, die Kulturschaffenden. Und das zeigt sich auch bei den Landkulturperlen. Da können Anträge für 2023, und wir sind schon mitten im Jahr, erst ab März gestellt werden. Und deswegen ist da auch die Frage, warum nicht vor dem 1.1.? Das ist schon eine merkwürdige Praxis. Die kulturelle Bildung, und das haben wir gehört von Frau Dorn, ist Schwerpunktthema im Masterplan. Das ist auch gut so. Da haben wir großen Nachholbedarf. Programme und Strukturen müssen kontinuierlich weiterentwickelt und evaluiert werden. Und wir brauchen hier eine innovative Ausrichtung. Die brauchen dann aber auch entsprechende Ressourcen, damit wir breiten kulturelle Ansätze und eben Teilhabe ermöglichen können. Da gibt es viele gute Projekte, den Kulturkoffer, Musikmentoren oder die schon eben genannten Landkulturperlen. Gewünscht hätte ich mir aber auch weitere innovative Ideen, wie beispielsweise analog des fliegenden Künstlerzimmers, zum Beispiel ein fliegendes Schreibzimmer, gegebenenfalls mit dem PEN-Zentrum in Darmstadt, das bereits jetzt schon mit Schulen zusammenarbeitet, sich für Demokratie und die Freiheit des Wortes einsetzt, meine Damen und Herren. Für die Ausweitung, Umsetzung, für weite Projektinnovation müssen auch Kommunen in die Lage gesetzt werden, Mittel zur Verfügung zu stellen, um eben Kulturangebote und Veranstaltungsräume schaffen zu können. Dass sich die Landesregierung dafür nun mehr engagieren will,
Das muss sie erst unter Beweis stellen. Ich möchte an das Gutachten der darstellenden Künste, das einen Ländervergleich zieht, erinnern. Es macht deutlich, dass, obwohl Kultur in Hessen Staatsziel ist, die Kulturausgaben der Kommunen erstens freiwillige Leistung sind und zweitens, dass die Kommunen 63% aller Kulturausgaben selbst stemmen. Nur 37% trägt das Land. Auch hier war bislang das Land Schlusslicht. Und deswegen hat es sich eher zurückgehalten. Es ist jetzt gut, dass das Land die finanzielle Unterstützung verstärken will. Da unterstützen wir Sie gerne, Frau Ministerin. Und ich kann mich nur wiederholen. Es gibt zweifelsohne gute Ansätze, aber wir müssen jetzt tätig werden und dürfen nicht weiter Zeit verlieren. Und deswegen möchte ich Sie noch einmal bitten, Sie haben gesagt, Sie nehmen die Förderlandschaft in den Blick und wollen auch den Blick auf den ländlichen Raum schärfen. Das ist gut, denn wir wissen ja alle hier im Raum, dass der ländliche Raum immer das Stiefkind der schwarz-grünen Landesregierung war, meine Damen und Herren. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Ihnen total dankbar und freue mich, dass Sie nun auch den Leitgedanken Kultur für alle aufgreifen. Ich möchte Ihnen sagen, das ist das Motto des sozialdemokratischen Kulturpolitikers Hilmann Hoffmann, der das vor 50 Jahren bereits geprägt hat. Kultur für alle ist seit über 50 Jahren Leitmotiv der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Dass Sie das jetzt für sich entdecken, finden wir einfach prima. Allerdings müssen Sie noch viel dafür tun, damit Kultur in Stadt und Land gleichermaßen gewürdigt, gefördert und ermöglicht wird. Denn weder stehen Angebote noch Mobilität, Barrierefreiheit und Zugänge, all das, was Sie aber suggerieren und sich auf die Agenda schreiben, derzeit flächendeckend zur Verfügung. Sie schaffen es derzeit eben nicht, alle Menschen teilhaben zu lassen an kultureller Bildung, auch nicht, dass Sie es schaffen, gleichwertige Lebensbedingungen umzusetzen. Davon sind wir noch weit entfernt. Und wir hatten hier schon einmal eine Kulturdebatte. Da haben wir Ihnen vorgeschlagen, zusätzliche Kulturgutscheine oder auch kulturelle Schulbudgets zielführend einzusetzen. Das wären wirklich konkrete Maßnahmen, um tatsächlich alle, wirklich alle erreichen zu können. Und ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch hier schon einmal über ein Konzept, die Kulturlände, gesprochen haben. Auch die lässt sich leider nicht im Masterplan finden. Dabei geht es ja darum, eigentlich Vernetzung, Kooperation und Teilhabe zu fördern. Das ist echt bitter für die Akteure, dann ihr Projekt hier nicht vorfinden zu können. Denn Kulturlinde soll in Hessen das gleiche Recht, also für alle das gleiche Recht schaffen, an einem vielfältigen Kulturleben teilzunehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie darauf auch eingehen, meine Damen und Herren. Kulturlinde würde Kunst und Kultur erlebbar machen, überall und für alle. Und ich frage Sie daher, nur an diesem Beispiel einmal rausgegriffen, ob Sie wirklich den Willen haben, echte kulturelle Teilhabe umzusetzen. Wenn das Ihr Wille ist, dann setzen Sie es um. Dann haben Sie uns auch an Ihrer Seite. Wir wollen, dass Kunst und Kultur tatsächlich für alle in Hessen ermöglicht wird. Der Masterplan Kultur fasst zusammen, wie eine ideale Kulturlandschaft in Hessen aussehen könnte. Das schönste Ziel aber nützt nichts, wenn der Weg dahin unkonkret bleibt. Und deswegen braucht die hessische Kulturpolitik nach zwei Jahrzehnten Stillstand einen Aufbruch.
Den will Frau Ministerin jetzt gehen. Und wir beteiligen uns gerne daran. Wir hoffen sehr, dass dies nun mit dem Masterplan gelingt, dass Angebote von Kultur und kultureller Bildung allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein werden, egal wo sie wohnen, egal wie alt sie sind, egal was sie im Portemonnaie haben. Wir sehen, wie skizziert, da noch dringenden Handlungsbedarf und erwarten, dass die Ergebnisse dieses breiten Beteiligungsverfahrens nicht nur Visionen bleiben, so wie sie im Masterplan beschrieben sind, sondern dass Kulturschaffende eine bessere Unterstützung erhalten und Kultur für alle endlich möglich wird. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist getan. Herzlichen Dank.